Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Satisfactory. Ich bin begeistert. Auch wenn wir das letzte Mal hier die Energieversorgung abgeschlossen haben, das war jetzt irgendwie nicht so geplant, aber wir kriegen das alles wieder hin. Mir ist nämlich gerade was eingefallen. Wir haben hier nämlich was. Die haben doch noch was von den Schnecken übrig. Oh! Und nachdem wir hier nämlich noch was zu den Schnecken übrig haben, können wir das Ding overclocken und dann müssen wir hier gar nichts machen. Haha. So. Gleichzeitig kriegen wir hier aber das mega krasse schnelle Tempo. Was ganz okay ist. Jetzt habe ich allerdings leider vergessen, was ich hier das letzte Mal machen wollte. Ich wollte hier bestimmt irgendwie was mitnehmen. Und dann mache ich das jetzt einfach auch. Ich nehme hier einfach mal ein bisschen was mit. Wir brauchen das bestimmt. Und dann springe ich nochmal hier schnell rüber. Ach nee, wartet. Da wollte ich gar nicht hinspringen. Hier wollte ich hinspringen. Und dann nehmen wir nämlich hier auch nochmal so ein bisschen was mit. Weil wir das doch mit Sicherheit für irgendwas brauchen. So, jetzt lasse ich das erst nochmal. Wir gehen wieder zurück und werden jetzt dort oben unsere neue, ja, Hauptproduktionslinie für irgendwas anderes machen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe zwar gespeichert, aber ich habe mich nicht ausgeloggt und deshalb ist das Förderband jetzt hier erstmal leer. Stört aber unsere Produktion nicht, weil wir ja klug genug waren und überall einen gewissen Puffer angelegt haben. So, dass wenn wir hier mal irgendwie was verkacken, so wie gerade eben, die Produktion trotzdem weiterläuft, weil man sich dann einfach mal aus dem Puffer, aus dem Kohlepuffer bedienen kann. Was im Übrigen ziemlich geil ist. Mhm. Also gelegentlich denke ich mir ja was bei den Sachen, die ich mache. Und in diesem Fall war das, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. So. Andererseits hat es auch einen Nachteil. Fällt mir gerade so ein, denn wenn ich mal irgendwie wieder so rumhampel und dann nicht im Blick habe, dass die Förderung nicht mehr hinterherkommt, dann würde mir das gar nicht auffallen, wenn ich den Puffer nicht vorher checken würde, dass wir da demnächst ein Problem kriegen. Das Ding läuft auch mittlerweile voll, ja. Wir laden auf alle Fälle mehr ein, als wir verbrauchen. Das ist schon mal okay. Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal hier unten nachsehen. Ob wir denn da noch hinterherkommen. Jetzt, wo wir hier quasi noch abzapfen. Ich meine, wir haben hier ein fettes Lager. Ja, das Lager puffert so viel ab. Und wie ihr seht, hier steht das Förderband fast permanent still. Das heißt, so viel verbrauchen wir hier gar nicht. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und kümmern uns um das nächste Ding. Dann bauen wir die nächste Produktionslinie hin. Das sieht echt schon mal richtig, richtig gut aus. Ich meine, zumindest geht's voran, ne? Also da können wir uns jetzt nicht beschweren. Was ist hier passiert? Wir produzieren mehr Eisenplatten, aber zu wenig Screws. Warum das denn schon wieder? Habe ich jetzt irgendwie was übersehen? Oh mein Gott.
Ich produziere 30 pro Minute. Und ich produziere 15. Du Trottel! Lama! Was hast du denn da wieder angestellt? Du hast wieder nicht acht gegeben, du Nase. Ah, verdammte Axt. Genial! Okay. Also, wir brauchen hier einen Splitter. Ich hasse das. So, weg damit. Da kriegen wir halt aber keinen mehr rein, ne? Scheiße. Offen und ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie der hier reinpassen soll. Ich habe alles kaputt gemacht, indem ich so einen Kack fabriziert habe. Schauen wir mal. Nee, das kriegen wir so nicht rein. Ich hätte mir Platz lassen sollen. Hier kriegen wir einen hin. Hier kriegen wir einen hin und dann würden wir das... Okay, dann machen wir das nächste Mal hier. Und hier sage ich jetzt einfach, produziere erstmal weiter. Shit. Okay, das habe ich jetzt ja echt versemmelt. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ob ihr das schon gefunden habt, als ich das gebaut habe. Lama, du machst einen Fehler. Ich sehe schon kommen. Ihr habt das bestimmt geschrieben. Ihr habt es gesehen. Da wette ich doch was. So, bitte funktionier. Du würdest funktionieren, das ist gut. Das ist sehr gut. So, jetzt muss ich hier noch so, na wie heißt es, ist da ein Constructor bauen. Genau. Wieso steht jetzt das Ding da? Ziehe ich hier meinen Strom rüber? Ja, tue ich. Doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wieso mache ich das denn überhaupt von da? Ich habe doch hier hinten meinen ganzen Strom, dachte ich. Aus mir unerfindlichen Gründen habe ich das nicht so gemacht. Warum? Das war doch... Hä? Okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, kein Wunder, weil... Das hätte hier nie so kommen sollen. Das hätte hier nie so kommen sollen. Mhm. So, jetzt läuft das wieder an. Jetzt. Was haben wir denn hier mit dem Ding? Kommt mal wieder weg. Hier müssen wir jetzt was rausziehen. Zack, hier hoch. Und dann bauen wir jetzt hier noch so einen Constructor wieder daneben. Oder besser gesagt, erstmal hier diese... Ja, diesen Constructor hier oben vielleicht. Ja, kriegen wir das dahin? Schauen wir mal. Jetzt bin ich ja ansatzweise froh, dass ich zumindest daran gedacht habe, genügend Platz zu lassen. Immerhin hat das geklappt. Jetzt einen Vorteil. Na? Einige von euch kriegen wahrscheinlich immer noch die Krise, weil ich noch immer nichts auf Foundations baue. Aber im Moment ist mir das echt scheißegal. Das können wir später machen, wenn wir den Luxus haben, dass wir das ganze Zeug einfach mal so verbrennen können. So, jetzt kommt der nächste Constructor hin.
Na? So, perfekt. Jetzt sind wir wieder auf einer Höhe. Und weiter geht's. In diesem Konstruktor stellen wir jetzt Iron Rods her. Nein, Schrauben müssen wir herstellen. Stellen wir den jetzt hier hin? Hier stellen wir die Iron Rods her und im nächsten stellen wir Schrauben her. So. Iron Rods. Screws. Da steht tatsächlich die Produktion ein bisschen. Wartet mal, das kann so nicht eingehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir hier die Logistik noch ein bisschen verbessern. Sprich, da kommt das hin und da kommt das hin. Jetzt. 7,5 Platten pro Minute. Aber wir haben immer noch eine kleine Downtime drin. Wir behalten das mal ganz kurz im Auge. Wir haben immer noch eine kleine Downtime. Das heißt eigentlich... Ja, wir müssen halt doch hier dafür sorgen, dass das Ding hier noch mit reinliefert. Jetzt ist halt die Frage, ist hier noch irgendwie Platz? Das ist halt schon alles sehr tight hier. Ich meine, ich könnte schon was noch mit reinliefern, indem ich das Ding hier nochmal abbaue. Dann hier einen weiteren... Ja, das könnte man eigentlich machen. Okay. Das könnten wir machen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Wir brauchen jetzt hier einen Mercher. Yes. So. Es sieht deluxe aus. Auch wenn es das nicht wirklich ist. So, wir upgraden hier. Das upgraden wir auch. Das Ding ist schon upgegradet. Ist es noch nicht? Jetzt ist es upgegradet. Schieben wir hier aber echt alles rein. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe hier noch so einen Tuner. Wir sind immer noch bei 7,5. Weil wir nicht genügend Schrauben kriegen. Aber das Problem wird sich jetzt hier gleich lösen. Nö, wird's nicht. Das Problem wird sich nicht gleich lösen, weil wir schon wieder den Strom gekickt haben. Weil wir ganz besonders klug sind. Warte mal, das Ding hat man noch nicht an, ne? Mhm. Wir müssen die Dinger vielleicht auch noch ausziehen. Jetzt. Was muss hier alles in Betrieb genommen werden? Hier sind mehrere Sachen, die in Betrieb genommen werden müssen. Hängt das da schon irgendwo mit dran? Das habe ich jetzt hier schon mit dran gehängt, okay. Das heißt, wir müssen hier nochmal irgendwo was abgabeln. Wir müssen hier nochmal Strom reingabeln. Okay. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, dann sollte das eigentlich funktionieren.
Dann machen wir Folgendes. Wir konstruieren hier so einen Pole hin. Das dahin, das daran und das daran. Mhm. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Haben wir eigentlich noch was einstecken von diesen Tuning-Materialien? Nicht wirklich. Das heißt, wir müssen wieder ein paar Schnecken finden. So 10 pro Minute. Das heißt, wir haben das gerade um satte 25% gesteigert. Aber so wie es aussieht, das ist immer noch ein Engpass. Das reicht halt immer noch nicht. Aber wir sind nah dran. Wir sind nah dran, dass es reicht. Jetzt stellt sich mir echt die Frage, wo das Problem ist. Ist vielleicht dieses Förderband das Problem? Was bräuchte ich denn dafür? Naja. Machen wir das mal besser. Yes! Okay. Da war tatsächlich einfach nur das Förderband hier das Problem. Es konnte nicht mehr genügend fördern. Geil. Wobei wir, glaube ich, sogar das Ding nochmal tunen könnten aus 250%. Ich behalte das mal kurz ein bisschen im Auge. Das können wir nochmal tunen, glaube ich. Ich bin echt überzeugt, dass wir das noch weiter tunen können. Unser Problem ist halt, wir müssen irgendwo wieder eine Schnecke herkriegen. Wir brauchen wieder eine Schnecke. Sehen wir hier zufälligerweise eine? Hm. Wäre halt der Gegner. Was haben wir denn da vorne? Ich glaube, das ist nochmal Kupfer, oder? Das müsste Kupfer sein. Pur. Pures Kupfer. Habe ich eigentlich jemals unten geguckt? Wir müssen noch mal ganz kurz zu uns zurückrennen. Achso, erstmal was essen. Vielleicht, damit wir wieder fit sind. Ich will mir das auf alle Fälle nochmal ansehen, was wir eigentlich bei uns unten für Eisenvorkommen hätten. Sprich, vielleicht wäre das klüger gewesen, wenn wir das hier unten bei uns bauen würden. Aber dann würde ich, glaube ich, irgendwie nochmal unser Hauptquartier ganz woanders hinlegen. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass man vernünftige Brücken und so weiter bauen kann. Das wäre irgendwie cool. Also. Sehe ich übrigens noch eine Schnecke? Ich sehe doch da hinten noch die Schnecke. Die holen wir uns noch. Aber vorher muss ich mal gucken, was wir hier haben. No. Oh, fuck my life. Das kann jetzt nicht wahr sein. Scheiße! Wir hätten hier eine viel effizientere Sache bauen können als da hinten. Was das angeht. Oh Mann! Naja gut, vielleicht brauchen wir das Zeug ja noch für was anderes. Will ich mich jetzt erstmal nicht beschweren. So, und da bauen wir jetzt einfach ein Förderband hoch und dann laufe ich da irgendwie ran. Sterbt dabei hoffentlich nicht. Das werden wir schon irgendwie überleben, oder? Oder was denkt ihr? So.
Ich möchte hier so ein Ding hinhaben. Nein, ich möchte das gerne drehen. Yes. Okay, jetzt haben wir eine gelbe. Waren die anderen nicht grün? Was zum Geier kann ich denn jetzt bitte mit der gelben machen? Ich hoffe, dass ich das schon erforschen kann. Gehen wir mal rein. Yellow Power Slug, okay. Da bin ich gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Und Byzel müssten wir uns eigentlich auch nochmal besorgen. Aber gut. Echt. Das war jetzt eine Folge, oder? Ich bin jetzt schon ein bisschen, ja, begeistert. Aber wir hätten halt alles hier viel besser machen können. Vielleicht denke ich... So. Wir brauchen ein Großprojekt. Und da fällt mir schon was ein. Wir könnten eigentlich hier hinten... unsere erste Lagerhalle bauen. So richtige Fabriklagerhalle und so. Wo wir dann das ganze Zeug holen. Hier bauen wir schön Foundations rein. Bauen schöne Wände hin. Und dort produzieren wir dann den krassesten Shit, den wir uns nur vorstellen könnten. Muss ich mir mal überlegen, ob wir das so machen. Vielleicht. Vielleicht tun wir das, aber das tun wir auf alle Fälle erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mehr fürs Zusehen, ich wünsche euch was und ciao.